Hallo liebe Leute, nach einer herrlichen Anfahrt von Gmünd nach Alt-Nagelberg mit diesen schönen historischen Waggons der Waldviertelbahn starte ich hier meine zweite Etappe, das Weitwanderweg 08, mit ein bisschen Kater in den Beinen und einer kleinen Blase auf der rechten Ferse. Dann geht's los. Start mal. Ja, Alt-Nagelberg hat eine große Tradition mit Glasverarbeitung. Geht zwar nicht rein in das Museum, aber schauen wir kurz da außen, was es zum Sehen gibt. Ist recht schön. Kunstwerke aus Glas. Das ist sehr schön. Kurz durchmarschieren. Drüben haben wir wieder den Bahnhof mit den zwei Zügen. Ja, 1999 gab es hier einen Weltrekord mit der größten Sektflöte. Wahnsinn, riesig, 2 Meter hoch. So, wir kommen in die Ortschaft Steinbach. Klingt interessant.
wieder interessant, was ich da von mir habe. Da, schaut sich das an da. Vor uns der Ludwigsthaler Teich.
Ja, ich verabschiede mich von der zweiten Etappe, ist beendet mit 12 Kilometern und 4,5 Stunden gemütlicher Wanderung in Gmünd beim Harabrückteich. Bis zur nächsten dritten Etappe. Tschüss.